Kommen wir zur nächsten Frage. Das ist Imre. Deine Frage, deine erste Frage. Was willst du mal werden? Was ich werden will? Das weiß man nie, weil du weißt nicht, was die nächsten Jahre passieren wird, weil es immer was anderes sein wird. Ich wusste auch nicht, dass ich heute YouTube mache und das jetzt immer mache. Und vielleicht werde ich das ja immer, nur immer machen. Und das werde ich immer, immer machen. Ich weiß ja nicht, was morgen ist, doch mache ich das immer. Ja, naja. Wann kommt der GTA 5 raus? Das ist deine zweite Frage. Auch wenn du nicht zweite Frage gefragt hast. Ja. Der Film ist ja jetzt raus. Teil 3. Und der vierte Thriller, also der vierte Film zum Thriller, ist halt auch schon raus. Aber der Film zum vierten Teil kommt erst nächstes Jahr raus. Deine zweite Frage. Deine dritte Frage kommt jetzt. Wie alt bist du? Steht in der Kanalbeschreibung. Irgendwann stelle ich das da nicht mal rein. Und komm, steht da nur noch Punkt, Punkt, Punkt in der Kanalbeschreibung, weil sich das keiner durchliest. Ja, 29. Gut. Jetzt weißt du es. Könntest du mal Facecam machen? Jetzt kommt das. Seid alle gespannt auf das, was kommt. Was kommt? Seid gespannt. Guckt euch den Thriller an. 2017. Da kommt der am 31. raus, der Thriller. Da kommt halt nur eine Folge raus und das ist nur der Thriller. Und Ende des Jahres kommt auch nochmal ungefähr Weihnachten ein Rückblick 2016 raus. Seid gespannt. So, das waren deine Fragen. Vielen Dank für deine Fragen. Kommen wir zur nächsten Frage. This is Reaper, also René Lick schon wieder. Erste Frage, was ist deine Lieblingsstadt? Viele Städte, ne? Keine Ahnung. Berlin. Ich bleibe einfach in Berlin. Aber schön ist aber auch Köln und Hamburg und viele, ne? Düsseldorf. Es sind viele Städte, aber so viele auch nicht. Die meisten, die hab ich jetzt aufgezählt. Also das sind jetzt die, die ich mag. Naja. Ja, das sind schöne Städte. Da, wo ich auch wohne, wo ich auch im Land wohne, ne? Auch in den Erdteil und auf diesem Planeten und in dem Universum, in dieser Galaxie. Ja. Naja. Kommen wir zur zweiten Frage. Wo würdest du lieber? Zum Mond oder zum Mars? Nirgendwohin. Nirgendwo. Ich will ja lieber hier bleiben. Hier gibt's schon alles. Hier gibt's ja auch Kinderregelungen, Yu-Gi-Oh!-Karten. Ich will ja lieber hier bleiben. Und GTA gibt's hier. Das ist mein... Das, was ich am meisten mag. Mein Leben. Zurzeit. Aber es gibt noch vieles andere. Walking Dead, Animes. Ich bin ja morgen noch nicht fertig, wenn ich alles aufziehe. Da gibt's gar nichts. Da will ich gar nicht hin. Und wenn, dann zum Mars. Aber was soll ich da? So, kommen wir zur dritten Frage. Für wie viel Euro würdest du ein Jahr auf YouTube verzichten? Ein Jahr. Gar nicht. Ich würde immer YouTube. Wenn, dann für 100 Millionen würde ausreichen. Dann würde ich ein was Großes bauen. Also, wo ich dann halt alles habe. Und dann habe ich ja wirklich alles. Aber dann kann ich mit YouTube weitermachen. Wenn überhaupt. Aber niemand würde dir das Geld geben. Absolut niemand. Das würde niemals passieren. Ja, wenn, dann würde ich mein eigenes Imperium aufbauen. Halt mit YouTube noch was Größeres machen. Ich habe so viele Pläne, aber da bräuchte man so viel Geld. Aber das würde dir niemand geben. So viel Geld. Also kann ich mit YouTube weitermachen. Also würde ich sowieso YouTube weitermachen. Heimlich einen anderen Kanal machen. Und das ist zeigen halt das, was ich mir aufbaue und dann euch präsentiere. Und dann kommt was ganz Großes, was ich mir schon immer wünsche und euch dann zeige. Und da werde ich die totale Scheiße bauen und ja, alles kaputt machen. Ja, nee, ich habe da schon was Großes vor, ne? Ich
würde mir ein Haus kaufen, kaufen und alles da reinstecken und dann ich werde euch das vorstellen, was ich kaputt mache. Was laber ich denn? Das würde aber niemals passieren. Zerstörungspur. Bitte nicht nachmachen. Das würde das Konzept heißen. Also was ich machen will. Also ich würde natürlich ein Imperium aufbauen und so weiter. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht erzähle ich die euch noch irgendwann, was ich noch vorhabe. Das wird richtig interessant werden. Ja, und kommen wir zur vierten Frage. Wie alt bin ich? 13? Du wirst 14? Richtig? Richtig. Fünfte Frage. Was ist dein meistgelikedes Video? Ich weiß es. Das weiß ich nicht. Ich habe es auch nicht nachgeschaut. Das kann ich ja, glaube ich, auch nicht sagen. Oder kann ich es dir doch sagen? Da müsste ich mal nachschauen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo man da nachschaut. Aber ich weiß es nicht so genau. Gelikedes Video. Das kann ich ja nicht sagen. Nee, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich jetzt so schnell gucken müsste. Vielleicht Videos abonnieren. Ah, hier. Monat, Woche, Jahr, Zeitraum wählen. Letztes Jahr, dieses Jahr. Ich weiß nicht, versteht nicht. 90 Tagen. Zeitraum. keine Ahnung, wie ich da jetzt gucken muss. Ich guck mal hier. Lädt noch ein bisschen. Seid gespannt. Gelikedes Video. Da. Info regeln. Mitglied werden. 54 Likes. Ne, das ist positiv. Kommentare da. Okay. Ja, 54. Und dieses Jahr? 54. Ne, dieses Jahr. Okay, letztes Jahr. Jetzt wird's gespannt. Okay. 80 Likes auf 10.000 Aufrufe. Das ist GTA Online Tuning Treffen Folge 19. Eine der allerersten Folgen. Ja, jetzt weiß ich auch. Oder ist das ein anderes, was du denkst? Ja, das waren deine Fragen. Vielen Dank. Kommen wir mal zur nächsten Frage. GTA 5 Player schon wieder. Erkan. Erste Frage. Für wie viel Euro würdest du deinen Kanal löschen? Nix, niemals. 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 Für nix. Auf jeden Fall nix. Auch für eine Frau nicht. Nein. Ja, kommen wir zur zweiten Frage. Wie viele Sterne würdest du deinem Kanal geben? Also 5. Wie viele? 5 ist das meiste. 4. Kann zur 5 kommen. Boah. Ich weiß ja nicht genau, um was, einen ganzen Kanal oder so. Ja, 4, ne? Ist jetzt nicht so ganz perfekt. Könnte besser sein. Aber ich bin zufrieden damit. Wenn ich zufrieden bin, gebe ich dem Kanal eine 5. Sehr gut. Als 1 schlecht, 5 gut. So, dritte Frage. Können wir ein Hydra-Turnier machen? Hydra-Turnier. Wie soll man ein Hydra-Turnier machen? Schwierig, ein Turnier. Nächstes Jahr gibt es ja etwas anders mit den Turnieren. Da bleiben die halt das ganze Jahr drin. Da kann man ja dann Pokal gewinnen und halt Preisgeld gewinnen Ende des Jahres. Also die ganzen Leute, die in der Videobeschreibung dann stehen. Da wird was Neues kommen nächstes Jahr. Ein Turnier mit einem Hydra. Ich weiß nicht, wie man. Mir fällt da jetzt gerade nichts ein. Aber vielleicht kommen wir später nochmal drauf. So, danke für deine Fragen. GTA 5 Player. René wieder. This is Reaper. So, erste Frage. Welche Haarfarbe hast du? Schwarz habe ich. Ein bisschen blond auch drin. So. Ja. Zweite Frage. Magst du Aldi? Aldi, meinst du das Geschäft Aldi, wo man einkaufen gehen kann?
Getränke und Essen kaufen kann? Ja, okay. Bei mir ist das so ein bisschen, ich mache es so, manche Sachen kaufe ich da, manche kaufe ich nur da. Wie zum Beispiel Aldi, Rewe, Kaisers. Getränke kaufe ich zum Beispiel nur da oder da. Und Essen oder Brot kaufe ich zum Beispiel da oder da. Und wenn ich was Schokolade haben will, kaufe ich es nur da oder da. Ja, das ist so unterschiedlich. Manche Sachen da und manche Sachen da. Manche sind da leckerer als da. Ja, so bin ich. Ja. Frage 3. Was ist deine Lieblingsmarke? Deine, ja. Marke. Ich habe wirklich keine wirkliche Marke. Von jetzt Kleidung oder so, ne? Keine Ahnung. Oh. Keine Ahnung. Ich kenne da keine Marke. Und ich bin nicht so. Nur wenn mir Sachen gefallen, dann gefallen mir Sachen. Dann nehme ich sie mit. Aber so Marken kenne ich gar nicht. Ist mir auch egal. Ja, Frage 3. Was ist deine... Frage 4. Wie lange spielst du schon Konsole? Oder PC? Seit der PlayStation 1. Aus ungefähr 90er Jahren. Aber PlayStation 1, PlayStation 2 habe ich gespielt. Dann PlayStation 3. Und dann jetzt PlayStation 4. Vorher noch andere Konsolen wie Nintendo vor der PlayStation 1 oder so. Und noch so andere Dinge. Aber PlayStation ist meine Lieblingskonsole. Und PC halt sehr wenig. Vielleicht nur GTA manchmal. Ja. Und kommen wir zur fünften Frage. Würdest du mal Fallschirm springen? Niemals, man stirbt sofort. Ja, kann ja sein, genauso wie bei Flugzeugfliegen, der Fallschirm geht nicht auf, Reserve auch nicht. Dann bist du tot, das war's dann. Nee, ich will nicht mein Leben riskieren. Aber danke für deine Fragen. Kommen wir zur nächsten Frage, das ist Weaver schon wieder. Nelik, du bist wieder dran. Erste Frage, was ist dein Lieblingsplanet? Saturn. Ja, Saturn. Kann ich nicht viel drüber sagen, aber Saturn, weil das ein schöner Name ist. Oder Venus. Oder Neptun. Ja. Mehr kann ich ja nicht dazu sagen. Kommen wir zur zweiten Frage. Willst du mal Millionär werden? Ja, natürlich. Dann kann ich mir wirklich alles kaufen, was ich mir schon kaufen möchte. Erstmal eine Menge kaufen. Und dann ein eigenes Imperium bauen, so dass ich mehr Videos machen kann und mehr präsentieren kann. Mehr Live-Videos machen kann. Mehr Facecam. Facecam könnte ich schon vorher, aber ich habe so schöne Videos, die ich im Kopf habe, die ich gerne machen möchte. Und so viel Spaß haben tue dann mit euch zusammen. Ey, hammergeil. Und euch dann einladen möchte und dann mit euch Spaß haben zusammen. Ja. Kommen wir zur dritten Frage. Was ist deine Lieblingsfarbe? Pink, schwarz, rosa, lila, so welche Farben. Aber Farben zu Farben kann ich nicht viel zu sagen. Rot auch noch. Ja. Kommen wir zur vierten Frage. Wie groß bist du? 1,70. Frage beantwortet. Ja, 1,70. Eine schöne Größe. Will nicht größer sein, ich will auch nicht kleiner sein. Ist perfekte Größe. Frage 5. Wie sieht deine Wohnung aus? Da kommen wir zur Farbe. Also, meine Wände sind komplett alle rot. Alle. 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 Sogar der Boden, aber der ist schwarz. Teppich. Schöner Teppich. Nur in schwarz. Schöner, weicher Teppich. Und dann halt so schöne Sachen. Viel, viel Anime, japanisches Zeug, J-Rock und so. Alles, ja. Ja, so viel. So viel, ist eine ganze Menge. Ja, das waren deine Fragen. Danke für deine Fragen. Und komme zu Funky Line. Was? Eine Frage noch. Was würdest du dir für das Jahr 2017 deinen YouTube-Kanal noch wünschen? Ich habe es jetzt ein bisschen verbessert. Ja, 2017 dir wünschen. Halt in ein YouTube-Netzwerk reinzukommen. Das wäre mein allergrößter Wunsch sein. Dass ich ein bisschen halt ein Leben habe, ne?
ein Leben mit Romantik, mit einem Netzwerk. Oh. Ja, okay, danke. Okay, ja, das würde ich mir wünschen und halt bisschen noch aufbauen, meinen Kanal, und ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, wie ich meine Videos gestalte und so weiter alles. Aber ich lasse mich überraschen, was kommt. Das waren eure Fragen. Und das waren 10 Fragen von euch. Vielen Dank für eure Fragen. Wenn du Fragen hast, dann schreib Hashtag DadPictures, dann eure Fragen, wie ihr es hier in diesem Video gesehen habt. Die Fragen, genau wie ihr es gemacht habt, könnt ihr es auch machen. Wir sehen uns erst nächsten Monat wieder. Zu euren Fragen meine Antworten. Bis bald. Aber wir sehen uns ja vielleicht auch schon morgen wieder in anderen Videos, aber nicht so ein Video. Bis bald. Ciao. Tschüss.